Wir murksen hier mal alles ab. Wir haben ja die Zeit. Das wird jetzt nicht so lange dauern, dass wir jetzt zum Banditenlager. Das wird jetzt nicht so lange dauern, dass wir den Banditenlager erreichen, aber. Okay. Ein bisschen Spaß muss sein. Und da unten sind die Novizen. Wir lassen uns nicht erwischen. Wunderbar. Scheiße. Wie gesagt, in der Gruppe sind diese Viecher hinterlistig. Hi. Steak. Lecker. Und da ist wieder ein Seegeier. Und der weicht aus. Wie ich diese verfickten Seegeier hasse. Jetzt komm her. Niemand weicht mehr aus als diese Seegeier. Jawohl, Baby. Ja, gut. Mana-Pflanze können wir nicht gebrauchen. Können wir verkaufen. Seht ihr, die weichen nicht einmal aus. Die wollen sterben. Hoffentlich sind jetzt nicht so viele Tiere hier, weil ich habe langsam keinen Bock mehr. Da hinten ist ein Pappheimer. Da ist auch noch ein Pappheimer. Oh, vier Pappheimer. Jetzt bleib doch hier, Mann. Was war das? Ja, die sind hinter mir. Ja, mach. Stirb. Töte mich noch. Wunderbar. Gott. Jetzt aber, komm. Komm. Jawohl. Mal einen Heiltank eindonnern. Ach Gott, warum bin ich eigentlich so schlecht? Kann das mir einer sagen? Bitte. Gut. Da ist ein Keiler, die greife ich jetzt ungern an, aber okay. Später vielleicht. Ach, da ist ein Seegeier, den lasse ich jetzt hier. Nee. Jetzt habe ich gleich ein schlechten Gewissen, dass wir niemanden... dass wir die nicht umgebracht haben, okay. Der sitzt jetzt in der Falle, keine Chance. Okay. Wolf? Ach, okay. Die machen uns keine Probleme. Ja. Oh. Okay. Stufe 80, das ist noch zu wenig für Kapitel 2. Kapitel 2 muss man ungefähr Level 15 sein, weil Level 2 kämpft man schon gegen stärkere Gegner. Nicht nur normale Wölfe und ein paar dieser Seegeier, aber okay. Da müssen wir uns richtig vorbereiten. Ihr werdet ja sehen, wofür wir das ja das Level brauchen, aber mal sehen. Puh, wie wir es hinkriegen. Wenn wir das Level nicht haben, dann kann ich ja vorschlagen, dass ich offscreen bis Level 15 mache. Das heißt,
Ich nehme keine Quests an, sondern ich bin einfach in der Wildnis, töte Wölfe und. Was könnte ich ja machen, aber da es halt zu viel wird. Wenn ihr es so haben wollt, dann werde ich es auch so machen, weil das ist schon ein bisschen langweilig, mir die ganze Zeit beim Kämpfen zuzusehen. Obwohl, das ist eigentlich witzig, dass ich immer fehle, oder? Ist das witzig, dass ich sehr oft schlecht spiele oder sehr oft auf die Fesse kriege? Doch, das ist nicht witzig, ne? Oder? Nee. Ich denke, das ist gar nicht witzig. Ach Gott, ich muss mir abgewöhnen, immer auf F zu drücken. Was wird, wenn ich jetzt Gothic Twilight player, also die Nacht der Raben? Da kann ich auch nicht ganz Zeit auf F oder Maus-Tätchen drücken. Da muss ich immer in Gothic 2 muss auf Leertaste drücken, das ist halt so. Scheiße. Die Wölfe machen uns noch ein bisschen Probleme, aber okay. Ja, helf uns nicht. Also dieser kleine Kampf hat mir die Augen geöffnet, dass ich wirklich mich mehr auf Stärke konzentrieren soll als auf Schwertkampf. Aber ich glaube, ich werde erstmal Schwertkampf erlernen und dann werde ich mich hier ganz nur auf Stärke fokussieren. Dann werde ich mich ein bisschen in Armbrust hochskillen und dann war es das eigentlich. Bis dahin müssen wir eigentlich schon mit dem Spiel durch sein. Nein, okay. Das ist ein bisschen gelogen, aber okay. Banditenlager sieht immer noch so gleich aus, aber okay. Ach, fühle ich mich wunderbar. Ich fühle mich jetzt. Ach, Gott, fühle ich mich gut. Sam sehe ich wieder. Boah, dieses fette Schwein. Und in Kapitel 2 werden wir noch die Vulkanfestung sehen. Das ist auch noch spannend. Hoffe ich mal. Und wie ihr noch wisst, haben wir ja bei Tilda eine Mission angenommen. Findet meine Söhne. Okay. Und wie ich mich noch richtig erinnere, ist Beppo einer der Söhne. Hallo. Was stehst du hier in der Gegend rum? Geh Kisten schleppen, aber zack, zack. Nein. Deine Mutter Tilda macht sich Sorgen um dich. Aha. Was weißt du schon über meine Mutter, hä? Meine Familie geht dich gar nichts an, verstanden? Ja, schon gut. Okay.